Servus, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Silent Hill 2 Remake. Schön, dass ihr einschaltet. Ja, Leute, wir machen weiter. Wir sind das letzte Mal tatsächlich rausgekommen aus dem Krankenhaus, allerdings ziemlich tragisch. Maria ist tot. Wir jagen Laura immer noch hinterher, die ist rausgeflüchtet. Und dann machen wir weiter. Los geht's. So, here we go. Wir haben bei der Musikbox gespeichert von der Karte. Moment, Karte ist ja hier. Ja, sind wir halt hier und müssen uns da irgendwie durch die Gassen da hinten, da vorne an die Cut Street Straße nach vorne begeben. Ja, das machen wir jetzt einfach. Uiuiuiui, das sieht schon mal sehr ungemütlich aus hier. Okay, hier ist was. Ich höre ein Telefon jetzt schon läuten, aber hier sind ja noch Sachen. Holen wir die. Hier sind auch Gegner. What? Okay, da kommt eine Schwester einfach hier durch. Die kann sich da durchzwängen. Hätte ich gedacht. Ja, ich hab dich abgeschossen, ne? Scheiße, wa? Geht's hier rein? Nö. Müssen da durch. Da ist aber noch was. Was ist da, ist die Frage. Wenn es eine Schwester ist, ja, dann müssen wir sie abknallen. Hallo. Hallo! Die reagiert einfach nicht. Das ist ja so egal. Die sind so tanky. Das ist so krass. Na, endlich. Ist hier noch irgendwas? Ich höre irgend so ein Viech hier rumkrabbeln. Naja, hier ist noch irgendwo ein kleines Viech. Wo ist es denn? Ich habe keinen Bock, mich von dem kleinen Ding erwischen zu lassen. Ah, wir sind in der Wäscherei. Ich check's jetzt. Wo ist es denn jetzt? What? Das ist gar kein Viech. Doch, da ist eins. Aber es ist nicht nur das Viech. Ach komm. Zwei Schwestern und dann so ein Puppending hier und noch so ein Viech. Also Wahnsinn. So, jetzt habe ich euch. Okay, gehen wir mal ans dieses Telefon. Wer ist es denn? Oh Moment, das ist sogar eine Cutscene, Leute. Call me after midnight. Anyone there? Aha. Vielleicht bist du auch einfach ein Dummkopf. Die Wahrheit tut dem Menschen selten gut. Das solltest du am besten wissen. Der Schlüssel ist im Park, am Fuß der betenden Frau. Ah, der Schraubenschlüssel öffnet das Tor. Der Schlüssel öffnet den Abgrund. Okay, wir wissen es ja jetzt, wo wir hin müssen. Alles klar. Soll ich mal die Map mal untersuchen? Wir sind hier. Ja, Brief und Schraubenschlüssel, das heißt da oben hin. Das heißt wieder durch die Woodside Apartments. Es muss einen anderen Weg geben, hoffe ich mal. Silent Hill bei Nacht. Ist es nicht romantisch? Oh, vorne sind rote Ampeln. Okay. Ist hier irgendwas? Hier sehe ich was. Hallo, einfach zu stören. Danke. Sehr gut. 20 Gesundheitsdrinks, wow. Hier ist die Kreuzung. Oh, Moment. Das deine hier ist offen. Ist irgendwie sehr ruhig. Also jetzt irgendwie hat sich die Stimmung gerade geändert. Man hört nicht dieses bedrohliche... Sind wir wieder in der normalen Welt? Es wirkt irgendwie so. Ich glaube schon. Es ist auch nicht mehr so abgefuckt. Ich glaube, wir haben irgendwann den Übergang gemacht, als wir dort hinten raus sind. Also so halb. Also ganz sind wir noch nicht in der normalen Welt. Wenn ich mir das hier so anschaue, da hinten ist wieder eine riesige Wand. Okay, da ist unser Shoppy-Shop, wo wir nicht mehr rein können. Aber hier ist wenigstens Money. Wir haben den Code ja gelöst, aber da kommen wir gar nicht hin, weil es ist alles zu hier. Und hier ist auch zu, alles klar. Und hier ist ein Foto. They're here, sie sind da. Nummer 10. Tja, ich weiß nicht, wie viel ich geholt habe. Es ist ein Collectible, diese Bilder übrigens. Alter, wie viel Zeug kriegen wir? Kommt jetzt der Bossfight des Jahrhunderts? Wir haben 11 Injektionen, 20 Gesundheitsdrinks. Wir haben 27 Schrotkugeln und leck mich 119 Pistolenkugeln. Okay, dann öffnen wir mal das Ding hier. Kein Objekt.
Was brauchen wir denn dafür? Ein Hammer, um das nach unten zu hauen? Nee, ich weiß nicht genau. Aber irgendwas müssen wir finden. Hier geht's gar nicht weiter, bevor wir das nicht gefunden haben. Vielleicht ja an der Telefonzelle, weil der Brief und Schraubenschlüssel steht. Vielleicht habe ich den einfach nur nicht gesehen, nicht Dumbi. Ja, da liegt er einfach. Meine Güte. Oh mein Gott, gehen wir zurück. So, jetzt aber. Meine Güte. Ich hätte genauer schauen sollen. Jetzt kommen wir hier durch. Aber was zum Teufel, hä? Wenn wir hier speichern konnten? Was wird passieren? Fuck, es ist super dunkel. Oh, nicht, dass das Ding jetzt kommt hier. Da ist es. Lass mich am besten in Ruhe. What the shit? Was macht denn das Ding? Ich hab mich erwischt. Oh, okay, du dummes Vieh. Verstehe, wir müssen die Arme abschießen. Fuck! Hey, hey, hey! Ich bin sehr, sehr aus dem Konzept gebracht worden. Fuck, sind die übel! Ja, oder wir hauen einfach ab. Oder wir hauen einfach ab. Ja, wir können einfach abhauen. Oh, Gott sei Dank. Trinken wir nochmal was. Boah, vielleicht hätte man sie abschießen können, aber ey, ist mir jetzt egal. Moment, sind wir etwa schon beim Park? Ja, wir sind da. Oh, krass. Moment. Aber das sieht mir jetzt wieder wie die normale Welt aus. Ich glaube, ja. Vor allem, weil es auch normale Zeichnungen jetzt gibt hier wieder. Ja, wir sind wieder in der normalen Welt. Gott sei Dank mussten wir die Teile nicht bekämpfen. Ich habe hier eine Zeitung gefunden. Willkommen in Silent Hill, einer ruhigen kleinen Stadt am See. Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen. Es gibt keinen besseren Ort, um sich vor der Hektik des Alltags zu befreien und endlich einen erholsamen Urlaub zu genießen. Erleben Sie die malerische Berglandschaft mit ihren rustikalen Häusern und die spiegelnden Oberfläche der Toluca Lake, die in der Abenddämmerung in traumhaften Farben erstrahlt. Silent Hill wird Ihr Herz berühren und mit Frieden erfüllen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und Erinnerungen, die Ihnen für immer erhalten bleiben. Yes. Okay, es ist ja ziemlich weit hinten, diese Statue. Wir müssen eigentlich nur die ganze Zeit durchlaufen. What? Die ist auch wieder hier. Die haben wir lange nicht mehr gesehen. Wie hieß sie überhaupt nochmal? Hey. Are you feeling better? This place is different from what I remember. I guess things never really stay the same, do they? No. I guess not. I don't. Angela. I don't think she's here anymore, James. Who? My mama. She doesn't want to see me anymore. Why would you think that? Anyway, I'm happy to see you. Happy to see me? Alive, I mean. Oh, yeah. I better get going. Weirde Gespräche, oder? Ich weiß nicht. It's
still don't want me to go with you? If we stick together, we might just make it out of here. Out of where? This town. Silent Hill. No, it's fine. Okay. Ist das auch nicht sehr eigenartig? You didn't happen to see a little girl around here, did you? A little girl? Yeah, I... Angela? Are you all right? Angela? No. Please. You shouldn't be here. Angela, it's okay. No, don't touch me! What the shit? Das war doch höchst merkwürdig in allerlei Hinsicht. Hä? Was hat sie gesehen? Oder hat sie uns gemeint? Oh, nächste Cutscene gleich. Da ist der Schlüssel, oder? Oder was zieht er da jetzt raus? Aha, wir haben hier einen Schlüssel. Wir sollten erst mal lesen. Mein Patient hat ihn hier vergraben. Ich wusste es, habe aber nichts unternommen. Er hat mich nervös gemacht, dieses Ding in der Nähe zu haben. Wen interessiert schon die Wahrheit? Ich wollte nur meine Ruhe. Ich habe das Ding gesehen. Ich bin weggerannt, aber die Tür zum alten Verein war verschlossen. Niemand traut sich in seine Nähe. Jetzt gebe ich den Schlüssel dir. Wenn du immer noch weitermachen willst, James, dann bete ich zu Gott, dass er deiner Seele gnädig ist. Okay, gib mal her, ey. Der Schlüssel zum Geschichtsverein ist das. Okay, wenn wir auf die Map gucken, haben wir überhaupt ein Ziel? Gehen wir erstmal auf die Hauptstraße. Ah, da oben, Geschichtsverein Silent Hill, jetzt sehe ich es erst. Ah, an der Hauptstraße können wir vielleicht entlanglaufen. Hey, an diesem Bereich waren wir doch gar noch nicht. Okay, alles klar, los geht's. Hä? Das könnte man anheben mit einer Stange, sehe ich gerade. Die wir nicht haben. Ey, Moment mal, hier könnte irgendwas sein für uns. Wenn wir denn eine Stange finden würden. Moment, habe ich eigentlich nicht gerade eine Stange in der Hand? Hier auch Abgrund, krass. Ja, hier ist nichts. Ja, egal. Keine Ahnung. Ich meine, wir haben keine Zeit, uns ewig umzugucken. Gehen wir weiter. Das Motel, Leute. Wisst ihr noch? Es sind zurzeit überhaupt keine Gegner hier, ne? Null. Wir waren in diesem Raum hier. Ist das jetzt noch offen? What the shit? Moment, was ist das? Alles in bester Ordnung? Lüfte das Geheimnis von Zimmer 106? Das ist es? Okay, habe ich wohl gelüftet. Was auch immer das für ein komisches Ding war. War das irgendwie ein magisches Zeichen? Ich weiß es nicht. Hier ist so schlechte Sicht, ne? Das ist der Oberhammer. Hier ist auch fast nichts. Ab und zu mal ein Auto. Ja, Wracks, irgendwie Mülltonnen. Peninsula. Ah! Wagenheberhebel. Hier ist er also. Ja, okay, dann könnte ich jetzt zurück. Na, geil. Wo sind wir? Ja, okay, laufen wir schnell zurück. Scheiß drauf. Dass wir den Schmarrn nur noch hier hochheben.
So. Okay. Null? Jawohl. Okay. Wir müssen durchkriechen oder was? Ja, wir müssen wohl. Ich glaube aber nicht, dass hier was drin ist. Irgendwie ist jetzt gar kein Monster hier gerade unterwegs. Okay, Ressourcen. Hier ist Gesundheitsdrink. Hier sind Munition. Vielleicht noch mehr. Injektion. Gut. Auch hier können wir die Tür öffnen. Ja, ja, ja. Ist hier noch irgendwas? Sind hier nur Ressourcen, frage ich mich. Nee, nicht nur, oder? Weil hier... Aha, Entlassungswelle im Krankenhaus Brookhaven bedroht die Zukunft der Einrichtung. What? Die Massenentlassungen im Krankenhaus Brookhaven gehen weiter. Mehr als 10 Mitarbeiter wurden entlassen, womit sich das Personal des Klinikums um mehr als die Hälfte reduziert. Sollte sich die Situation nicht verbessern, könnte der Personalmangel eine Gefahr für die Patienten darstellen. Brookhaven ist ein Krankenhaus mit einer langen Geschichte. Gegründet wurde es 1810, als eine tödliche Epidemie die Gegend um Silent Hill heimsuchte, mit 67 Opfern, wie wir jetzt wissen. Seither hat das Krankenhaus den Bewohnern der Stadt ununterbrochen Hilfe geleistet. Doch immer mehr Anwohner beschweren sich, dass die Präsenz eines Psychiatrieklinikums inmitten der Ortschaft negative Auswirkungen auf die Gemeinde habe. Die Einwohner befürchten, dass sich der Vorfall von vor 2 Jahren wiederholen könnte. Vorfall von 2 Jahren. Was hat das genau zu bedeuten? Gute Frage. Da ist noch ein Bild. Ja, da ist das nächste Bild. Made it. Welches? 20. Okay. Okay, wir sind jetzt langsam wieder bei der Tankstelle. Lasst uns mal auf die Map gucken. Aha, wir haben hier Pete's Kegelbahn. Können wir da rein? Müssen wir mal gucken. Ansonsten sind wir fast da. Das ist wohl die Kegelbahn. Open. Es ist geöffnet. Wirklich? Es ist geöffnet. Oh, hier kann man speichern. Moment. Sollen wir hier hin? What the shit ist hier los? Pizza. Beste Essen. Monsters. Who could just sit here and eat pizza? Die Trophäe gab es, weil wir die Pizza gefunden haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das Original damals überhaupt so weit gespielt habe wie jetzt. Ich glaube, meistens war im Krankenhaus Schluss. Eigentlich ist hier auch nichts weiter, so wie ich das sehe. Es war nur wegen der Trophäe oder so. Na gut, dann sind wir eigentlich schon da. Da vorne ist es. Okay, was ist das? What the shit? Ich frage mich, ob das hier das Ende ist. Gibt es da hinten noch irgendwas? Ich muss es mir angucken, schnell. Verschwinden wir aus Silent Hill. What is this? What? Ich kann fortgehen, indem ich hier bleibe. Ich kann nur fortgehen, indem ich hier bleibe. Oh. Hier ist irgendwas. Was zum Teufel war das für ein böses Geräusch? Das ist ja mega psycho. Es kam einfach. Hä? Ich hab das nicht gekillt. What? Hier ist noch so ein Ding. Die habe ich gar nicht gesehen gerade eben. Oh, shit. Okay. Gehen wir wieder zurück. Jetzt kommen wir rein. Okay. Rein mit uns. Wir können speichern. Das sollten wir tun. Da ist der Pyramidenkopf. Hast du eine Geschichte, Pyramidenkopf? Moment. Moment. Der Reihe nach. Was zum Teufel haben wir hier? Was soll das sein? Gerichtssaal? Ich weiß nicht. Ah, die Frau. The Lady of the Light. Enthüllung einer der beiden Statuen zum Gedenken an das einheimische Volksmärchen. Ja, wir haben das ja auch von Maria gehört. Tja, der Pyramidenkopf. Ja. Was steht da? Nebliger Tag, Nachlass des Urteils. Nachlass des Urteils. Okay.
it's him. Das hier? Mhm. Alles unbekannt. Okay. Das ist der Heilige Gral, Leute. Was haben wir hier? Aha, Kohlengrube Wilze. Wilze, ja. Die Mine wurde 1850 eröffnet und war bis in den frühen 1900er Jahren in Betrieb. Schlüsselrolle. Bei der Wiederbelebung von Silent Hill. Ja, wegen der Epidemie halt, ne? Brookhaven Hospital. Auf, genau, wegen der Seuche. Es war eigentlich weniger mehr als eine Hütte, aber mittlerweile ist es zu einer vollwertigen medizinischen Einrichtung ausgebaut worden. Tja, mittlerweile wohl nicht mehr. What? Okay, wir steigen hinab in den Wahnsinn. What? Wie tief geht's da runter? Alter, wie weit gehen wir da runter? Sag mal, das nimmt wirklich kein Ende hier, oder? Ha! Doch! Aus dem Nichts. In den Abgrund. Ja, Mann! Was geht denn hier denn ab? Okay, was haben wir hier? 11. September 1820. Häftlingsnummer? Häftlingsnummer? What? Okay, what? Hier ist eine Injektion nochmal. Wo sind wir? In einem Gefängnis? Oh, hier ist was. Das sind diese Kollegen. Okay. Hier sind wieder Viecher. Da geht's nicht weiter, okay. Fuck, wir sind irgendwo 300 Meter unter der Erde in einem Gefängnis. Aber ich weiß nicht, ob das hier überhaupt noch Realität ist. Hier geht's rein. Was ist das? Da ist Munition, aber was ist das? What? Blutrotes und weißes Parkett für die Götter. Was ist das? Ist es der Clan? Nee, oder? Tod durch Aufspießen, eine Hinrichtung im Gefängnis. Tod durch Aufspießen oder Erdrosseln. Die Todesart zu wählen ist der letzte Akt der Freiheit eines Gefangenen. Schaut mal, das sind diese Viecher. Gefangenenlager Toluca. Das 1862 errichtete Lager wurde während des amerikanischen Bürgerkriegs zur Unterbringung von Gefangenen genutzt. Im Jahr 1866 wurde es zum Gefängnis Toluca umgebaut. What? Aber es kann nicht so tief liegen. Was hat das alles zu bedeuten? Cutscene auf jeden Fall. Nee, es ist gar keine. Wir müssen springen. Warum sollte man da runterspringen, mal ganz ehrlich? Wer würde sowas machen? Wo sind wir jetzt? Wow, okay, what the shit. What the shit? Ah, okay, die Wand können wir einschlagen. Fuck. Aber mehr auch nicht, da geht's nicht durch. Da ist noch aber eine. Wie verrückt, oder? Da geht's aber durch. Verrückt. Hier ist alles unter Wasser. Mein Radio meldet sich leicht. Hier sind wohl wieder irgendwelche Gegner. Du Sau!
Tschüss. Okay. Okay, hier wird es ein bisschen labyrinthmäßig. Was ist das? Schlüssel mit Spiraltext. Okay. What? Wow, 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 wow. Oh no. Oh, boom. Hier noch was? Hier ist noch was. Wow. I hate you. Okay, wir haben sie. Verschwindet. Hä? Ich glaube, wir müssen den Schlüssel untersuchen. Schauen wir uns mal den Schlüssel an. Ja, drehen, untersuchen. Hm, ich sehe gar nichts. Hier kommen ständig Viecher. Hä, wie soll ich denn hier rauskommen? Naja, es könnte 1, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 5, 6, 8, 5, 6, 1, 7, 5. Nö. Shit, ist das eine miese Stelle hier. Hier sind wieder Viecher. Also ich denke mal, da wo die blutigen Stellen sind, da sind die Abdrücke. Nur die Frage ist, welche und in welcher Reihenfolge. Es geht denn ab? Wie oft denn noch? Oder sind die nicht blutigen? Fuck. Das war's. Raus hier. Gott. Boah, das war schlimm, Alter. Ah, den Schlüssel. Und jetzt willst du wieder springen, ja? Hallo? Okay, warte mal. Jump. Jump for your life. What the shit? Sind wir noch im Gefängnis? Ja, ne, das ist die Kantine. Oh, schaut mal, hier ist mal Gesundheitsdrink. Immer umschauen, auch im Gefängnis. Wow. Das sieht echt brutal aus. Ain't no big deal. What? Just put the gun to their head. Eddie? Oh, hi, James. Oh shit, Alter, was geht mit dem? Alter, hat der den umgebracht? Who was that? I don't know. Just came at me. Okay. So he attacked you. And you shot him. Yeah. Yeah, that's right. He made me do it. Okay, calm down, Eddie. Any idea why? I don't know. Came out of nowhere. Tried sneaking up on me in the dark. I heard footsteps, so I turned back and he was right there. And you could tell that he wanted to hurt you. Yeah. Was fragst du so dumm nach? Merkst du nicht, dass der irgendwie komisch ist? I just had to do it. He looked at you. I thought you said he came at you. Yeah, I mean, I could see it in his eyes. His eyes. He kept looking at me, making fun of me. I told him not to, but he didn't listen. Was macht dieser Typ überhaupt hier unten? Eddie, you can't just kill someone because of the way they looked at you. You should see your face, James. I was just joking. The guy was dead when I got here. I got you, didn't I? What the shit? Well, anyway. Sound a mega psycho. Wait. You're gonna go out there alone? Yeah.
Der hat ihn doch 100 pro umgebracht. Alter, was für ein Psycho, Alter. Was ist das, ey? Scheiße. Warum ist er hier? Hier ist... Was ist das? Gewehrkugeln. Kriegen wir jetzt das Gewehr auch noch? Das kriegt man aber wirklich zum Schluss dann, hä? Huh? What is this? Ah, wir haben tatsächlich einen Plan. Aha, oh Gott, das ist ja groß. Okay, das Gefängnis ist die nächste Location hier und zwar jetzt so richtig. Aha, hier ist das Gewehr. Es ist gleich da. Okay, alles klar, wir kommen nicht ran. Was ist das hier? Sie haben ihn immer noch nicht gefunden. Er hatte den Schlüssel zum Schrank, also müssen wir davon ausgehen, dass einer der Gefangenen, also in irgendeiner Zelle vielleicht, in die Hände bekommen hat. Hol den Ersatzschlüssel aus der Zeugenkontrolle und sichere das Gewehr, bevor es in die falsche Hände gerät. Hier, Zeugenkontrolle. 1F. Hauptbereich. Ich weiß gar nicht, wo das hier ist. Ach, das ist da unten im südlichen Bereich. Das ist größer, als man denkt hier. Das hier müsste die Kapelle sein. Ach du Schande. Ist so runtergekommen, ey. Es ist so... Wow. Was haben wir denn hier? Was ist das für ein schräges Bild? Oh mein Gott. What? Schaut euch mal das an, wenn du dich hier hinkniest. Dann kniest du auf ja, Nieten, auf Stacheln. Und die Hände werden oben festgehalten. Alter, was ist das? Tue Buße. Tut beide Buße. Und ist überhaupt ein Priester anwesend? Ach du Scheiße. Es ist krass. Okay, es ist krass. Was ist das? Ein Gewicht. Ja, ein schwerstes Gewicht. Mist. Flieg um! Meine Güte! Okay. Da ist was zum Lesen. Die Häftlinge spüren keine Reue. Sie sehen sich selbst tatsächlich überhaupt nicht als Sünder. Selbst die Einfältigsten unter ihnen versuchen sich mit den wenigen ihnen bekannten Worten vor dem Blick des Herrn zu schützen. Und so träumen sie selig, wie die Sünder, die sie sind. Denn ganz gleich, wie verdorben und abscheulich ihr Leben auch sein mag, ihre menschliche Natur lebt weiter. Was willst du damit sagen? Was ist das? Eine Injektion war hier einfach geil. Okay, Heilung haben wir genug. Ich glaube, ich müsste mehr auf Nahkampf setzen. Ich hätte mir die Munition hier bei dem Viech sparen sollen. Fuck, was zum Teufel? Okay, geht's hier denn hoffentlich rein? Ja. Was ist das? Damit kann man die Zellen öffnen. Was zum Teufel? Okay. Rätsel. Ist das Hebräisch? Kann man irgendwas einsetzen? Gute Frage. Nächste Frage. Ich mach die Zellen nicht auf jetzt sofort. Gucken wir erstmal. Aha. Nicht schießen. Egal, wir haben genug Heilung. Sehr gut, das war's. Willst du mich verarschen? Dieses blöde Ding hat mich noch erwischt. Was ist denn hier los? Man kommt hier rein. Oh, hier ist ja okay, das ist mein... Wow! What the shit, hier sind überall Viecher. Wieso hat er das? Ja, 6 Schläge gebraucht. Unglaublich. Halleluja. Gib mir mal den Trank hier. 25 Tranker. Wir können hier rein. Ach du Scheiße. Ich glaube, das Gefängnis wird größer. Warum konnte ich da jetzt durch?
Man kann eigentlich jede Zelle öffnen. Oder alle gleichzeitig. Na, alle gleichzeitig wäre ziemlich crazy, oder? Ja, schieß. Sehr gut. Gut gemacht. Nahkampf. Sehr gut. Das war's. Was sehen wir hier? Das sieht aus wie Maya oder sowas. Maya-Kunst. Oder Azteken, keine Ahnung genau. Gewehrkugel, okay. Hier geht's durch. Hier ist doch was, oder? Nö. Das ist voll crazy, das Gefängnis, ey. Hier ist wieder so eine Tür. Ich kann nicht Hebräisch. Was geht denn hier ab? Was bedeutet das? Das eine ist ein hornloser Ochse, das andere ist eine kopflose Schlange. What? Wir waren noch nicht im B3. Da sollten wir auch mal gucken. Da kann man die Wand einschlagen. Wo ist es denn? Hier. Als ich versteckte. Ah, wie gefällt dir das? Hab ich dich. Okay. Munition. Okay. Probieren wir mal ein, so ein Ding zu ziehen. Ah, die Lichter. Das sind nicht die Türen. Vielleicht hätte ich das schon längst machen sollen. Gott, Alter. Jetzt wird das Ganze hier ein bisschen übersichtlicher. Komm, drück mal hier drauf. Oh shit, wo geht's denn hier hin? Aha, und hier ist noch eine Tür. Okay, wir haben uns wieder eine Tür notiert. Aber jetzt habe ich überhaupt keinen Weg mehr gesehen, oder? Also, in den Hof vielleicht noch. Da könnten wir jetzt nochmal kurz reingucken. What is the shit? Okay, es ist fucking dunkel. Hier können wir Gott sei Dank speichern. Was ist das? Hier ist ein Gebäude in der Mitte. What? Nee. Uns fehlen noch die Sachen. Was ist das? Zieh einmal am ausgefransten Ende des Seils. Wähl unter den Sünden die Tugend jeweils. Lies ihre Geschichten, schau in ihre Gesichter. Oder auch nicht, du bist nun ihr Richter. Was höre ich da für Geräusche? Ja, das ist auf jeden Fall ein Galgen. Mhm, das ist jetzt klar. Und damit kann man sie sozusagen dann... Wow. Hängen. Es ruckelt, habt ihr das gesehen? Wow. Okay, ich glaube, uns fehlt halt einfach das Gewicht, oder? Aber uns fehlt das Gewicht. Hm, vielleicht, wenn wir die Kleine runternehmen? Auch nicht. Was ist das für ein Geräusch hier? Also wir brauchen, glaube ich, noch Gewichte. Aber wir haben leider auch fast keine Zeit mehr. Schauen wir uns hier kurz noch um. Was zum Teufel macht diese Geräusche? Ist das einfach nur Psycho-Shit? Oder ist hier irgendwas? Okay, wisst ihr was? Wir haben leider keine Zeit. Wir werden aufhören jetzt. Ich weiß nicht, ob wir da noch irgendwo ein Gewicht finden können oder ob wir irgendwas hier machen können. Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, wir müssen noch was finden. Oder vielleicht kriegen wir irgendwie eine Tür auf. Muss ich mal rumprobieren. Werde ich das nächste Mal machen. Allerdings haben wir nur zwei Gewichte. Das ist ein bisschen wenig halt, ne? Auf jeden Fall ist das, was wir hier sehen, absolut psycho. Wir sind irgendwo, ich weiß ja nicht, wie tief. Das hat mit der Realität überhaupt nichts mehr zu tun. Und ausgerechnet Eddie ist hier unten. Der hier wahrscheinlich schon den anderen auch gekillt hat, wahrscheinlich schon zwei Leute gekillt hat. Mit dem stimmt ja überhaupt nichts mehr. Scheiße, Alter.
Okay, das war's mit dieser Folge, aber ja, ich hoffe, man sieht sich natürlich das nächste Mal wieder. Leute, ich wünsche euch eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Einschalten nochmal. Peace out. Bis dann. Thank you.